Die Weekend League Belohnungen sind da. Mega Set, seltene Spieler Set. Das ist das, was wir hier öffnen können. Wir haben keine 11 Informs, aber wir werden entscheiden, was für Spieler in den 7 Minute Quads am Start sind. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben. Daumen. Wir öffnen das erste Mega Set ohne weitere Umschweife. Hat nicht lange gedauert, aber immerhin eine 84er. Zwei 84er Sternschnuppen, sogar mehr. Claudio Bravo, 85er Rating. Das ist mal ein richtig guter Start in dieses Pack Opening hier, beziehungsweise in diese Packs, Koke noch dazu, damit kann ich auf jeden Fall leben. Das zweite Megaset, vielleicht diesmal mit einer größeren Sternschnuppe, leider Gottes hat es wieder nicht lange gedauert, diesmal nur eine kleine Sternschnuppe, und zwar wird es Dante. Ui, das ist wirklich nicht so geil. Und jetzt das letzte Pack, ich erwarte diese Woche nichts, ich glaube nicht, dass ich einen guten Spieler ziehen werde, die letzten Wochen hatten wir dafür zu viel Glück, aber wir machen das Pack auf, es wird kein Walkout, es wird aber eine dicke, dicke Sternschnuppe, und es wird Vincent Kompany, 86er Rating, damit kann ich doch mal wieder extrem, extrem gut leben, und ich hoffe, ihr auch. Das ist ein cooles Pack, definitiv nochmal. Es ist kein Walkout gewesen, aber dazu noch Jonas. Das kann man auf jeden Fall so machen. Was ist Jonas? Ja, ich denke mal nicht sonderlich viel, auch wenn er ein 84er Rating hat. Und Kompany, das heißt, wir haben quasi zwei City-Spieler. Davon nehmen wir aber nur einen, und wir nehmen Kompany und dazu noch Koke. Aber kann ich gut mit leben, geil. So, Freunde, mittlerweile haben wir Freitagabend. Ich bin wieder da vom Testspiel von Hannover 96 und wir gehen rein in 7 Minutes Quad. Ich habe mich für 4-1-2-1-2 entschieden. Koke auf der 10, Kompany in der Innenverteidigung. Bravo, euch bereits verkauft. 7 Minuten haben wir wieder mal Zeit für dieses Team und ich würde sagen, wir legen los. Ohne weiteres Rumgeschnacke in 3, 2, 1 und Start. Weil ich die Zeit habe und weil ich mal wieder übermütig bin, entferne ich noch den Manager und habe schon 5 Sekunden verloren. Beziehungsweise, ja, ungefähr. Gehe jetzt aber auf den Transfermarkt und überlege mir jetzt erstmal, was ich überhaupt bauen will. Das ist gar nicht so einfach. Weil es gibt theoretisch einige Optionen, allerdings auch wieder nicht so viele. Wir gehen erstmal in die Liga BBVA und gucken nach, was wir da eventuell zaubern können mit Belgiern. Es gibt Zakaria Bakali, es gibt dazu Yannick Ferreira Carrasco. Ansonsten, ach, Musonda. Oh, Musonda möchte ich eigentlich ausprobieren. Oh, das ist geil. Musonda, okay. Den werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Wie, ich weiß es noch nicht so ganz genau. Wir machen einfach mal weiter. Ich würde sagen, wir gehen einfach in den Sturm. Und stellen da irgendwen hin. Warum irgendwen, das erklärt sich gleich. Wissam Ben Yedda. Immer eine gute Idee. Und dazu nehmen wir jetzt einen Stürmer von Atletico. Und ich bin mir relativ sicher, dass es eine gute Idee ist, da nicht Correa zu nehmen, nicht Gamairo zu nehmen, weil der ist ja auch Franzose, sondern Torres zu nehmen mal wieder. Die Legende. Gamairo oder Torres? Sonst müsste ich halt wieder, ja, nee, sonst müsste ich Ben Yedda tauschen, wir nehmen mal Torres. Hatten wir letztens schon, jetzt haben wir ihn wieder. So, die Geschichte. Jetzt haben wir bisher zwei Deadlinks noch für unseren Kollegen Koke. Wir können das Ganze jetzt so lösen, dass wir hier, ich mache das mal kurz wieder mit Dream Squad. Es ist einfach wirklich eine gute Option für diese 7 Minute Squads. Und es ist irgendwie kein Fälschen so wirklich. Man guckt ja nur ein bisschen schneller halt nach. Sechser Belgien. Fellaini beispielsweise wäre eine Option. Desart wäre auch eine Option, aber keine wirklich nennenswerte. De Bruyne, Dembélé, Fellaini, Defour. Fellaini. So, die Sache ist, jetzt brauchen wir theoretisch... Warte mal, das ist gar nicht so schwierig. Das passt. Das passt alles recht gut sogar. Das ist schon wieder ein bisschen zu gut, ehrlich gesagt. Naja, egal. Machen wir es einfach mal. Wir packen hier jetzt einen spanischen Rechtmittelfeldspieler aus der Barclays Premier League hin. Ich habe jetzt an Jesus Navas natürlich gedacht, aber wir können auch eventuell Gerard Deulofeu nehmen. Das wäre vielleicht klüger. Ja, ist auch schneller. Beziehungsweise ist er mittlerweile schneller. Ich glaube, er ist mittlerweile schneller. Rechtsverteidiger. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil jetzt brauchen wir einfach einen Everton. Da gibt es nur Seamus Coleman, glaube ich. Und der ist ein bisschen teuer. Wäre aber eine Idee. Gucken wir nochmal ganz kurz nach. Rechtes Mittelfeld und dann Spanier. Ob wir da vielleicht noch eine andere Option haben. Nee, rechter Flügel. Ich denke an Bojan. Bojan war aber irgendwann mal letztes Jahr nur rechter Flügel. Pedro und Adama. Ich glaube, Pedro ist in Form. Deswegen lassen wir es mal bei den beiden. So, als nächstes brauchen wir einen belgischen Innenverteidiger aus Whatever League. Theoretisch können wir da in die Serie A gehen und Vermaelen nehmen. Ich glaube, das wäre auch sinnvoll, weil das ist der Beste hier. Dann packen wir ins Tor Wojciech Szczęsny. SZCZ. Ach, scheiße. SZCZ. So.
Oder Allison. Oh, nee, Chesney haben wir schon. Meine Nase läuft, ich habe gerade scharfe Pizza gegessen. Und nein. Es wird funktionieren, aber nicht. Nicht mit Torres. Weil wir wollen ja wieder auf Norlings Wasted gehen. So, den 83er Gamairo. Und jetzt brauchen wir irgendeinen Stürmer aus der BBVA. Mal sehen, was wir da Cooles im Verein haben. Vielleicht habe ich da irgendwie ein schnelles, den ich dringend mal ausprobieren möchte. Weil wir brauchen einen schnellen daneben. Sansone. Sansone können wir immer ausprobieren. Den habe ich noch gar nicht gespielt. Den One to Watch. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Linksverteidiger. Und zwar irgendeinen aus Belgien. Und das sollte nicht so schwer. Obwohl, naja. Naja, also nicht so einfach, aber auch nicht so schwer. Hoffe ich mal. Ich habe keinen im Verein. Das war mir aber schon fast klar. Bocconioli, ehemaliger 96er. Lukaku spielt mittlerweile wirklich bei... Ach Mensch, guck mal einer an. Udoi hätten wir auch nehmen können, De Bock auch, aber die sind ja nicht Gold. Und deswegen nehmen wir Sebastian Bocconioli und sind fertig. Also das war ja wohl mal, also 2 Minuten 33 noch Zeit. Das ist ja mal richtig herrlich, würde ich sagen. Was haben wir für Nationen und Ligen? Ich weiß es nicht, aber ich werde es zählen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also 6 Nationen, 4 Ligen, Nolings Wasted und das innerhalb von 4,5 Minuten oder sowas. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Dazu mit einem One-to-Watch, also einem starken Sturm an sich, auch wenn er nicht der allerschnellste ist, aber das wird schon klappen. Dahinter Koke, der mit seinen Arbeitsraten vielleicht nicht ideal ist für die Position, aber an sich trotzdem gut. Musonda, Five-Star-Skiller, Deolofeo ist auch nicht schlecht. Ich bin zufrieden. Wie sieht's mit euch aus? Lasst ein Like da, wenn das der Fall sein sollte. Ich suche mal einen Gegner und wir starten rein. Und jetzt kommt der Kasus Knactus. Wir starten nämlich in die Weekend League. Das ist so ziemlich das Mutigste, was ich überhaupt machen kann, weil ich will eigentlich die Weekend League gar nicht verkacken und am besten 40 Siege rausholen. Als ob ich das machen würde. Aber ja, egal. Tja, das geht ja gut los. So, mal mit Benfica-Trikots. Grüße an den Typen, der das letzte Mal geschrieben hat. Wir spielen gegen Bonaventura und Ciro Immobile. Inform Quattro Asamoah, Domenico Berardi, Ivan Perisic, Gary Medel, Alessio Florenzi, ich weiß es nicht, Alexandro, Kostas Manolas, Giorgio Chiellini und Sami Handanovic. Das ist ein sehr starkes Serie A-Team. Oh, Gamairo mit dem ersten Kopfball. Das war jetzt der zweite Schuss schon. Beziehungsweise die zweite Annäherung. Das geht gut los. Oh, das war schön gemacht. Nicht so, wie ich wollte. Ich wollte eigentlich flach reinflanken. Ah, gut. Freistoßposition. Wer kann die Freistöße? Kompany wohl eher nicht. Irgendwer. Koke ein bisschen. Deolofeo ein bisschen. Deolofeo hat aber gar keine Schusskraft. Das ist vielleicht ganz gut. Machen wir es mal so. Oh, wei Gottes Willen. Ey, diese Freistöße dieses Jahr, ne? Oh, alter Schwede, das war von Deolofeo schon richtig gut, aber was macht Sansone da? Alter, geil. Richtig herrliches Tor. Ach, schönen Winkel, da braucht Handanovic gar nicht fliegen, da kann er nur hinterher gucken. Oh, geile Parade von Chesney. Das wäre auch ein richtig hart unnötiges Gegentor gewesen. Wir führen, aber stehen bei einer Ecke mit 100 Leuten im 16er. Alter! Reiß ich mal zusammen. Schön gespielt. Und jetzt Koke alleine vor Handanovic. Oh wei, den macht er nicht rein. Und den hält Handanovic vor allem wie so ein Gott. Aber nochmal die Chance. Und diesmal lassen wir sie uns nicht entgehen. 2:0. Und wieder ist es Nicolas Sansone. Herrlich. Guter Abschluss. Handanovic ist wieder chancenlos. Auch wenn er diesmal fliegt. Und Sansone mit seiner zweiten Bude. Oh, Gamairo 3-0. Ohne Scheiß, Freunde, guckt euch den Spielstil von Erné an, von viel FIFA. Das ist der perfekte Spielstil. Es gibt keinen besseren. Und den kann auch keiner so gut wie er. Also da wirklich tiefsten Respekt, denn der, das ist wirklich richtig geil. Auch das Foot Champions Video war richtig stark. Und das war jetzt gerade mal dieser One-Touch-Football und der funktioniert einfach. Und wenn du den richtig kannst, so wie er ihn einfach in Perfektion kann, dazu noch mit diesen Skills, die er drauf hat, was ja krank ist. Er ist einer der besten Skiller definitiv auch in Deutschland. Das ist schon... Ich muss ja sagen, ich bin nicht der allergrößte FIFA- bzw. FIFA-Video-Fan. Allgemein, ne? Ich gucke nicht viele FIFA-Videos, aber das Video, das fand ich richtig, richtig geil. Muss ich schon sagen. Den kannst du dann halt auch halten, aber gut, 3-1. Ach Mann, Alter, jetzt kommt der wieder ran hier durch so eine Scheiße. Ah, zum Kotzen.
hasse Ich wollte eigentlich nichts dazu sagen gerade, aber warum spielt Company 6er und Fellaini 10er, wenn wir 3-2 führen? Sicherlich nicht, weil ich so eingestellt habe oder weil die Workrates es so hergeben würden. Ah, das hasse ich so. Mein Gott. Als ob Food Champions wollen würde, dass die Spiele knapp sind. Hals, Maul, verpiss dich. Komm, Sansone, mach wieder den Führungstreffer. Nicolas Sansone, ja Gott sei Dank, wenigstens etwas. Lass ich den aus einem 3-0, lass ich den zurückkommen. Das ist... Das zeigt, warum ich nicht so gut bin wie René. So krass, dass Gamayro mal 5 Sterne Skills hatte. Mittlerweile hat er nur noch 3. Verstehe ich auch nicht, wie das funktionieren soll, dass ein Spieler quasi seine ganzen Trickfähigkeiten verliert. So, erstes Spiel für Champions ist vorbei und ich starte mal mit einem Sieg in dieses Wochenendturnier, in diese Weekend League. Das ist unglaublich, das habe ich bisher noch nicht ein einziges Mal geschafft. Zwar wieder mit einem steinigen Weg, aber das soll mir egal sein. Im Endeffekt ist ein Sieg. Sansone mit einem Hattrick. Ja, ich kann euch nur den One-to-Watch in Sansone empfehlen. Hier nochmal das wunderschönste Tor des Tages, das war richtig klasse. Und ich würde sagen, damit kann man auch diese Episode wunderbar abschließen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Checkt die Links in der Beschreibung auf jeden Fall aus. Da sind Links zu IG Vault, 6% Rabatt mit Comax Gaming TV, dazu zu meinem Merchandise und so weiter und so fort. Und wir sehen uns beim nächsten Episode der 7 Minute Squads oder beim nächsten Video allgemein wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.